Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier in der C-Block Challenge auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, wir reißen das hier nochmal ab. So, das muss jetzt dann doch noch wieder anders gebaut werden und da brauchen wir dann mehr Platz, denn wir müssen mehrfach runterkühlen. Wir müssen nämlich dreimal runterkühlen, damit er richtig kalt ist. Denn, ja, also brauchen wir noch drei Cooling Towers, 1, 2, 3. So, die machen wir uns dann mal fix. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das am blödesten jetzt hier hinkriegen. Und wieso habe ich jetzt Purified Water hier? Achso, das sage ich deswegen da oben. Weil die kriege ich ja jetzt hier gar nicht in das System hier reingepresst. Aber wenn ich die jetzt hier rausnehme, ne? Das mal einfach wegnehme da. Jetzt habe ich natürlich jede Menge von diesen Cheat Coils in der Tasche. Warte mal, die kann ich ja hier in den Ausgang legen. Oder auch nicht. Doch, kann ich. Gut, alles klar. Dann hätte ich hier wieder ein bisschen Platz gewonnen. Dann müssen wir das hier noch ein bisschen wegnehmen. Alles so. Alles schön machen wieder hier. So. Gut. Das brauchen wir denn hier nämlich nicht mehr, das Material. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir müssen ja nur, doch, das müssen wir noch hochtransportieren. Aber das kommt dann durch die ganzen Türme. So. Und für den Dampf, der dabei entsteht, habe ich mir überlegt, baue ich hier einen Tank hin. Und dahinter kommt ein Kraftwerk. Das heißt, wenn das Kraftwerk Energie liefern muss, dann... Ne? Und wenn es keins liefern muss, dann wird der Dampf halt nicht verbraucht, aber es kommt erstmal in den Tank. Gut, also wir brauchen mindestens drei Cooling Towers und die müssen immer schön weit auseinander stehen. Beziehungsweise die werden wir immer so aufstellen, dass wir die im Kreis so jetzt durchführen können. Ne? Moment, muss noch einen näher nach da, glaube ich. Ja, so. So und so. So. Das müssten wir jetzt verrohrt kriegen. Wenn wir nämlich jetzt sagen, wir kühlen das einmal runter, wir kühlen das zweimal runter und wir kühlen das dreimal runter. Na gut, das ist genau falsch rum. Dann kühlen wir das hier von 300 Grad, von 200 Grad, von 100 Grad runter. So, dann brauchen wir eine Brücke hier. So. Und dann brauchen wir natürlich hier den Erstanschluss. So. Der Dampf wird dann hierdurch immer wegtransportiert. Der geht hier auf die Linie. Und das Used Coolant geht da oben rein. So. Und dann geht das Used Coolant hier hin. Und dann legt sich da mal ein Rohr schön an der Fabrik entlang. Ne, ein Rohr. So, schön an der Fabrik entlang. So, das kommt dann da rein. So, Leutchen, das müsste dann gehen. Also ich habe jetzt eben gerade wirklich, also ich habe noch leichte Kopfschmerzen vom Aufschlag auf der Tischplatte. Ne? Das muss ich jetzt leider Gottes so sagen. Das ist wirklich so. Das tat doch richtig weh. Aber ich kann es halt wirklich nicht ändern. Das ist so ein Blödsinn hier wieder. So, das geht also bis dahin raus, okay. Das geht auch bis dahin raus. Dann kann man hier gleich drei machen. So. Dann brauche ich unterirdisch. Dampf kommt dahin. Der Dampf kommt von da. So, und jetzt müssen wir hier noch das Wasser einmal durchlegen. Brauchen wir hier mal einen Abzweig Wasser. So. Einmal Abzweig Wasser, danke. Um bis nach dahin das Wasser zu kriegen. So. Ipsalat. No. Und beim Wasser, da müssen wir uns auch noch Gedanken machen, weil da kommt hier eindeutig zu wenig an, aber na gut. So, und dann können wir das Wasser hier, den Abzweig machen wir dahin. So. So. Gut. Das sollte doch jetzt eigentlich tun, oder? Achso, hier ist kein Wasser dran. So, Moment, Moment, Moment. Wir brauchen hier nochmal Abzweig Wasser. So, wunderbar. Lass mal los. Lass doch mal los. So, also hier haben wir jetzt, der kriegt jetzt irgendwie mal ab und zu mal Wasser. Also Wasser kommt hier echt keins an. Das ist echt zu wenig. So, jetzt kommt Wasser an. So, jetzt kommt hier Wasser an. Der macht dann da was draus. Da wird jetzt Dampf draus. Das sammelt sich natürlich hin. Der kriegt dann Coolant, der macht der kühl. So, der kriegt Coolant. Used Coolant 100 Grad. Bauplan festlegen.
So. Und dann arbeitet er hier. Und dann ist das Ganze wieder runtergekühlt und dann geht es wieder nach hier vorne. Und dann ist alles toll. Und dann können die wieder weiterarbeiten. Schwierig. Sehr schwierig, aber es funktioniert erstmal so. Gut, und dann müssen wir uns jetzt natürlich noch die Stelle überlegen, wo wir das Kraftwerk mit unterbringen. Also, da brauchen wir jetzt irgendeinen Stromerzeugungsapparello, der gar nicht mal so groß ist. Den kriegst du natürlich jetzt auch nicht so einfach, ne? Wir hätten hier so eine Dampfmaschine und wir hätten hier so eine Dampfturbine MK2. Dampfmaschine MK2 hätten wir hier noch. Ich könnte den ganzen Dampf dann quasi hier verarbeiten. Den kann ich aber, kriege ich aber hier nicht reingestellt, oder? Ich kann ja Dampf von beiden Seiten kriegen, ne? Wie groß ist das Ding? Ach, wenn man... Muss mal gucken. Warte mal, ich könnte theoretisch eigentlich eins rausgehen. Geht der gute Coolant eigentlich hier durch bis ganz unten runter? Genau, das ist, glaube ich, eins zu lang, ne? So, das kann ja auch abpumpen. Alles klar. Müsste dann hier wieder auch von oben ankommen. So, und hier muss ja Coolant ankommen, der bei der Temperatur von 25 Grad ist. Und hier kommt Coolant raus, der hoffentlich 25 Grad hat. Muss Coolant? Coolant. Naja, das heißt Coolant. Das wird schon passen. So, hoffe ich. Das heißt, hier, das geht raus. Wenn wir hier ein Kraftwerk dazwischen bauen, da kriegen wir dann... Das passt doch hier nicht rein, oder? Machen wir Kobaltgelumpe zu. Habe ich das nicht alles da? Kobaltplatte müsste ich doch da haben, so, ne? Mal Eisen ohne Ende. So, wollen wir hier mal Kobaltplatten? So, dann kann ich doch so eine Dampfturbine machen hier. Oh, dauert ja nicht lange. So. Da fehlte mir Titan. Naja gut, ich will jetzt aber nicht jetzt extra... Nee, deswegen nicht. Titan habe ich ihn hier. 19, da komme ich nicht mit hin. Habe ich dann nicht schon wieder... Habe ich schon wieder solche Dinge hier aufgenommen? Nee, doch, habe ich. Stimmt, ich habe ein paar abgemorxt. Ah, hier, guck mal, die Dinge habe ich auch dabei. So. Jetzt stellen wir mal hier noch die Kiste auf hier, damit die da rumpiepsen jetzt mal irgendwann dann zufrieden sind. So. Ja, gucken wir mal, ob wir das Ding da oben reingebaut kriegen. Aber ich glaube, das passt da nicht rein in das Loch. Oh doch. Oh doch. Was können wir hier reinbauen? Warte mal, müssen wir den Strommast da abreißen? Dann stellen wir das Ding da rein. Und dann kann das Dampf kriegen. Oh. Das ist ungünstig gewesen. Nein. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht. Fiese Map. Jetzt komme ich hier nochmal durch. Würde zwar hier reinpassen, aber es ist natürlich nicht schön. Aber, warte mal, wie lang ist denn unser unterirdisches Förderband? Kann ich das nicht denn da mittig reinstellen einfach? So. Guck mal. Dann stellen wir das da einfach mittig rein. So. Dann ist das da drin und dann kann das da mit den Qualmen machen, was es will. So, und hier müssen wir dann jetzt noch die Verbindung herstellen. Was Dampf noch drin? Ja, wo kriegen die noch Dampf her? So, immer noch Dampf drin. Was da drin? Auch gefährlich, ne?
So. Was da drin? Okay. Ja. Geht hier der Dampf natürlich unterirdisch durch? Wie habe ich denn das Wasser da hingekriegt? Ach so. Ich bin schon nicht hier hinten durchgelegt. Na, das geht ja nun auch nicht. Hier durchgelegt. Da kann ich es durchlegen. So, okay. Wasser. So, Wasser. So, jetzt brauchen wir noch einen Strommaster. Ja. Und noch einen Strommaster dazwischen. Ja. Das Ding da keinen Strom. Das steht ja nachher sowieso nicht da. Schwierig. Ganz toll schwierig, weil wir müssen das Wasser ja hier oben dann immer so durchkriegen überall. Und die Frage ist, ob der immer dann den Dampf den hier auch nicht verarbeitet. Weil momentan braucht er gar nichts machen, ne? Momentan kommt der Strom nämlich komplett von da. Dann sind die Rohre hier voll mit Dampf. Dann wird es den Dampf nicht los. Yep, das ist das, was ich erwartet habe. Deswegen wollte ich da ja auch einen Tank zwischenbauen. So, hier habe ich den Dampf, den Dampf, den Dampf. Ich habe alle drei Dämpfe hier zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich nämlich hier einen Tank einbauen. So. Dann sammelt sich hier der Dampf. Da kommt nämlich gar nicht so wenig Dampf bei rum. Gut, der hat nämlich schon 2,6k Dampf hier, oder? 2,7k. Das ist gar nicht mal so wenig. Also, der den hier verbraucht. Gut, viel Leistung wird er dadurch nicht abgeben, aber er hat immer ein bisschen Dampf im Kopf. Ah ja, schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, muss ich sagen. Ganz doll schwierig. Warum steht der denn falsch? Auch keiner, ne? Wenn der jetzt so falsch stand. Zumindest auf der falschen Höhe stand. So, dann brauchen wir noch von den Fässern ein, zwei weitere. Dann können wir hier den zweiten Strang schon mal aufbauen. Dann brauche ich noch so eine Turbine. Kann ich keine mehr machen, weil mir fehlt da wahrscheinlich irgendein Stein. Glaube doch, nee, da kann ich noch eins von machen. Machen wir die auch noch gleich. So, dann haben wir hier einen Tank dazwischen. 3,1k Dampf. Wird es denn jetzt mal langsam Nacht? Wenn Nacht wird, dann muss das Ding ja hier losrühren, ne? Dampf hat es ja jetzt. 160 Grad. Wird wahrscheinlich kälter oder so. Wie sieht denn aus mit den Kohlen jetzt, ne? Nee. Hier. Wieder 330 im Schnitt. Das ist gar nicht mehr so schlecht. War nicht mehr so schlecht. Gut. Ich dieses ganze Wassergewirr da gar nicht hin, wo ich das hin haben will jetzt so. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Müsste den eigentlich gespiegelt jetzt aufbauen und in der Mitte hier irgendwo eine Wasserleine hochlegen können, aber das kann ich auch nicht. Puh. Oh, was kompliziert. Ja, wie kriege ich jetzt hier das Wasser ran, ne? Ohne, dass ich das mit irgendwas anderem verbindet oder irgendwas. Weil hier kommt der Dampf raus.
Tricky. Andersrum drehen wäre auch erstmal gar keine doofe Idee, aber auch keine gute. Doch, wir müssten das spiegeln hier komplett. Dann nehmen wir den Metall hoch hier woanders und dann müssen wir das komplett spiegeln. Und dann können wir den schon mal auch so umhin drehen. Dass wir eventuell so gerade den Dampf. Na, guck mal, jetzt hier. Nimmt der Dampf weg. Wenn das hier voll produziert, werden wir wahrscheinlich unendlich viel Dampf hier haben. Der Tank würde nicht ausreichen, er wird platzen oder so. Puff. Überdruckventil. Aber ich will den Dampf halt nicht ungenutzt jetzt verschwinden lassen. Eigentlich kann ich da wirklich Energie draus machen, gut ist, ne? Gut, die muss jetzt eh nicht mehr Volllast arbeiten, die macht 1,6 Megawatt. Ja, mein Gott. Kann ich die denn? Doch, die kann ich doch von beiden Seiten benutzen eigentlich. Das müsste doch gehen, oder? Also hier könnte man ja eine Verbindung schaffen. Komplett unterirdisch kann ich es nicht machen. Gut, das heißt also, jetzt müsste ich nur das Wasser darüber kriegen. Was kriege ich denn ja so darüber? Habe ich hier den Wassereingang? Nee, da habe ich ja nicht den Wassereingang. Den Wassereingang habe ich ja jetzt hier unten, ne? Momentchen bitte. Den Wassereingang habe ich jetzt unten, ne? Ja. Schwierig. Ja, immer so einfach, ne? So, okay, also hier können wir auf jeden Fall schon mal ausmachen, dass wir dann den Dampf hinlegen. Das Zeug, das müssen wir dann. Jetzt kommt es nämlich, wenn ich die nämlich jetzt hier andersrum dran stelle, muss ich da Wasser hinkriegen. Da oben. Hier muss ich Wasser hinkriegen. Alles scheiße. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Gefällt mir so ganz und gar nicht. Also diese Aufbereitungsanlage von dem Dampf gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich die Aufbereitungsanlage nicht so bauen, dass die für zwei Anlagen gilt? Dass ich quasi den Eingang von dem Coolant für zwei Anlagen immer mache und dass ich den hier oben mehr Platz habe, dass ich einfach mehr Platz habe. Das müsste doch auch gehen, oder? Könnte doch theopraktisch das Ding nehmen. Ja doch, ja, das Ding nehmen. Die Richtung die kann ja hier ruhig schon stehen bleiben in der Höhe. Ist ja egal. Aber ich könnte dann ja hier einfach mal so. So. Abzweigen. Und den Coolant, den kann ich ja von hier abzweigen, dann. Nach da. Oder muss es ja nicht gar nicht umdrehen, ne? Muss ich nur den Coolant und dann muss ich mich für den Bereich hier was Neues überlegen. Ja, das kriegen wir hin. Okay, alles klar. Okay. Dann. Pff, ja. Wie machen? Sprach er da und wusste nicht mehr weiter. Dann müsste ich das ja eigentlich jetzt hier auch mit einem einzelnen Stromschalter immer versehen. Damit ich quasi, wenn die Anlage läuft, sie sich selber den Strom herstellt durch den Dampf, den sie erzeugt, damit der immer verbraucht wird. Naja, gut. So viel zu dem Thema, ne? Machen wir den Salat schon wieder. Warte mal, dann kann ich das doch wieder andersrum hinstellen. Ach, das hätte ich dann umdrehen können. Naja, egal. So. Sieht das hier wieder so. Dann kann das nämlich hier den Eingang kriegen. Zack. Sogar da. So. So. Hatte da auch mal irgendwo, hatte ich da mal was hier. So. Ja, das ist natürlich. So. So. Und das kriegt den Ausgang nach da oben. Oh, uiuiui. Aus Gesicht, hier oben ist was.
Alte Coolant, warte. Hey, ich stehe jetzt nochmal dran. Nee, richtig. Achso, da steht schon andersrum. Alles klar, alles klar. Okay. Ich verstehe. Da steht die Fabrik anders. So. Die kann ja von mir aus, die können jetzt von mir aus zu zweit bleiben hier. Das ist ja gar kein Thema jetzt, ne? So. Da können ja immer noch zwei draus kommen. Jetzt müssen wir in dem Bereich hier aber mal großräumig noch wieder abreißen. Ach ja. Mir darfst du so eine Sache hier nicht in die Hand geben. Ich baue dir da Sachen hin, die funktionieren im Leben nicht. So. Rucken wir hier erstmal wieder alles raus. Alles weg. So. Gut, jetzt haben wir hier Platz. Da müssen wir dann bloß irgendwo den Platz für dieses Fließband noch machen und lassen. Ansonsten ist alles cool. So. Gut. Und in dem Platz können wir jetzt 1. Warte mal. Stellen wir den auf. Das muss ja immer rückverkabelt werden. 1. Wie kommt denn da der Coolant raus? Warte mal. Wir gucken mal. Wir kühlen erst so. Muss da das Wasser hin, dann der Coolant. Dann ist klar. Okay. Dann kommt der zweite Kanister hier hin. Der macht das. Und dann kommt der dritte Kühler hier hin. Dann nehmen wir mal da durchaus eine Etage weiter runter. Oder warte mal, wir gehen da sogar eine Etage weiter da rüber. So, zwei Platz. Zwei Platz. So. Weil dann müssen wir nämlich hier den Used Coolant, der hier rauskommt. Den legen wir einfach mal mit hier rüber. So. Und dann gibt es hier einen Anschluss. So. Der denn hier. Oh. Oh, bäulich hier. Naja, gut, okay. Mal gucken, ob das noch passt dann. In der nächsten Fabrik. Das könnte schon wieder. Das ist. Nee, das gefällt mir nicht. Warte, Moment, das machen wir anders. Das verbinden wir hier oben lang. So. Dann sind wir nämlich schön safe. Mal. So. So, das haben wir verbunden. So, dann geht der hier rein. Und der geht weg. Und der geht da rein. So, und dann geht hier noch ein Wasserstrahl lang. So. 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 Und dann kommt da hier irgendwo ein Dampf raus, ne? Hier kommt der Dampf raus. Ah, dann muss der Wasserstrahl eins höher lang gehen. Kein Problem, kein Problem. Warte mal, hier machen wir jetzt nochmal. So, 3, 2, 1. So. Das haben wir schon mal aufgeregelt. So, das heißt, hier geht's durch, da geht's durch. Und das geht dann. Warte, hier oben irgendwo die Eingangsleitung von den Dingern. Oh ja, das gehen wir schon hin. So. Das kann ich auch einfach so da hier rein, das kann ich auch alles hier oben zusammenfassen. Alles klar, okay. Gut. So, dann haben wir hier Dampfausgang, Dampfausgang, Dampfausgang und Wassereingang. Wir müssen einfach auseinander gehen. Alles klar. Ich sehe schon. Wir brauchen nur ein mehr Platz zwischen. So. So. Nicht zu breit werden. Nicht zu breit werden. Das ist die Devise. Wir könnten das noch umtauschen. Dann haben wir da noch einen gewonnen. Na gut, hier gehen wir ja glatt hoch dann, ne? Das ist ja egal. Also sagen wir so, die... Upsala. Die baulich bedingte Grenze ist... Hier. So, da ist die Grenze. Hier geht der zweite Fördermann dann nach oben. So. So einfach ist das. Weiter dürfen wir nicht. So. Puh.
Puh, schwierig. Wir könnten noch mit dem denn hier oben durch und den da lang, ne? Dann brauchen wir hier nicht unten drunter durch. So. Gut, ja, wir haben hier Dampfanschluss. Da haben wir Dampf. Dampf, Dampf, Dampf und hier mal Wasser. Hans, Dampf in allen Gassen. So, dann haben wir da Wasser. Wasser haben wir dann, können wir ja dann doch so nah dran legen. Das stört hier dann doch keinen. So. Wasser. 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 So. Wasser ist da. So, dann muss jetzt der Dampf hier weg. Nee. Der Dampf muss jetzt hier weg. Warte mal, dann machen wir das mal weg. So, dann muss der Dampf hier raus. So. 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 Und der kann schön zusammengefasst werden dann hier. In, keine Ahnung, von mir aus. So. Ein Tank. So. 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 Und das ist dann das Produkt, was hier oben reingeht. So. Habe ich noch größere Tanks dabei? Habe ich die großen Gastanks? Kann ich die schnell bauen? Viel mit Ziegelsteine müsste ich doch eigentlich. Nee, habe ich nicht, ne? Ziegelsteine war so das Einzige, was ich hier unten jetzt nicht drin hatte, mir in meinem Inventar. Fünf. Das hilft mich jetzt. Das hilft mir jetzt nicht so ganz so weit. Aber, okay. Ich hole mal ein paar Ziegelsteine noch hierher, damit wir da oben weiterbauen können. Also dieser Umbau, der macht mich gerade schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Da werde ich gerade ein bisschen. Aber es ist halt so. Ich möchte das gerne so haben und dann. Da breche ich mir gerade so ein bisschen den Kopf. Also das ist mir ein bisschen. Bisschen sehr gaga. Da muss ich jetzt gucken, dass ich noch genügend Platz auf der einen Seite habe, dass ich immer das Wasser rüberlegen kann. Aber ich kann das Wasser einfach geradeaus durchlegen jetzt. Den Dampf könnte ich theoretisch auch zentral sammeln. Da entsteht richtig viel Dampf, ne? Beim Runterkühlen oder beim. Ja, beim Runterkühlen von dem Zeug. Das ist ja okay, wenn man dann da die Energie nutzen kann nochmal. Und dadurch Kraftwerke da oben betreiben kann. Wie gesagt, man müsste die dann eigentlich mit einem Akkumulator ausrüsten, dass die erst dann von außen Strom holen, wenn drinnen, also im System selber keiner mehr ist. Und dann müsste man das System halt eben mal gucken, wie groß man es machen kann, das Einzelsystem. Damit dort der Dampf, der wirklich entsteht, auch wirklich verwendet wird. Und benutzt wird die ganze Zeit. So, jetzt nehmen wir hier ein bisschen Titanium mit. Einfach weil ich es gerade kann. So. Ja, der ganze andere Laden, der steht jetzt hier natürlich, weil ich da oben mich verbaue und verbastel und vermache. Schwierig. Aber so kriege ich aus meinem Molden Gelumpe ein bisschen mehr raus, als ich eigentlich rauskriegen sollte. Und ich kann das dann durch die Pumpe da gesteuert lassen. Zack, der macht dann immer weiter hin, dass ab 2000 von dem Coolen quasi im System drin sind immer. Und nicht mehr und nicht weniger. Und dass wir dann da keine Gefahr laufen. Dass irgendein Blödsinn passiert. Und zur Not kann ich ja erstmal die Solarpanels wieder abklemmen. Dass ich da auch wirklich alles verbrauche. Aber wie gesagt, das mit dem Wasser ist natürlich echt schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also die ganzen Rohre, die wir hier durchgelegt haben, die brauchen wir ja auch alle da hinten. Ne? Wir brauchen das Zeug, das Zeug, das Zeug, das brauchen wir alles da hinten. Dann früher oder später noch für irgendwelche Sachen. Wie zum Beispiel das, was wir die Goldproduktion brauchen. Obwohl, nee, das für die Goldproduktion brauchen wir unten. Stimmt. Was brauchen wir unten? Also hier oben brauchen wir ja dann ein paar Flüssigkeiten sind wir losgeworden. Die wir hier jetzt nicht mehr brauchen. Aber noch ein paar. Aber das hält jetzt gerade ganz schön auf, ne? Also, mich ärgert das gerade selber, dass das so auffällt. Aber ich wollte jetzt einen großen Tank noch dann wenigstens da reinbauen, damit wir ein bisschen was. 125.000 hier zwischenbunkern können, ist glaube ich ein bisschen besser als 20.000. So. Und den können wir auch dafür nutzen, dass es um die Ecke geht. Und ins. Direkt in das
Werk rein denn hier in das Kraftwerk? Was soll denn da dran anschließen? Ich denke mal, wenn wir jetzt hier zwei so Turbinen hinbauen. Das im Rahmen des Möglichen. Das Zeug kommt hier oben an. Das könnte ich theoretisch noch brücken mit dem hier, ne? So, so, so. Und das Zeug könnte ich ja direkt hier dann damit reinpumpen. So. 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 Oh, der Dampf, der wird dann hier dazwischen gelagert. Und wenn die Dinger hier was brauchen, dann können sie sich das nehmen. Jupp. Dann schließen wir hier mal. Habe ich da noch Masten von? Ja, habe ich ein paar Masten von. So. Dann schließen wir die Dinger hier mal alle an. So, jetzt ist hier alles angeschlossen, ne? Soweit, so gut. So, den Anschluss lassen wir da erstmal weg. Du kannst, also du sorgst dafür, dass hier 3900 von dem Zeug ist hier drin. Wieso ist da so viel davon drin? Weil wahrscheinlich von oben was nachgerutscht ist und hier nichts gebraucht wurde. Naja gut, das ist ja nicht wieder schlimm. Dann können wir hier noch den Anschluss machen, drehen. Den Anschluss. Und den Anschluss. Dann holen wir uns von unten noch das Material. Dann brauchen wir hier zwei, die das rauslegen. Ja. Den Strom hast du denn in der Nähe, der das bedient. So, dann können wir hier. Wir haben von dem Scheißdingern jetzt wahrscheinlich auch schon 1000 Stücke in der Tasche, ne? Etliche Stacks haben wir davon schon. Naja gut, macht nichts. Dann können wir hier unterirdisch gehen. Von hier nach da. Von hier nach da. So. So. Und so. Und dann sagen wir, dass ihr sollt das produzieren. Dann legen wir hier los. Da kommt gar nicht mal so viel raus. Das ist okay so. Ja. Sind halt nur zwei. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? So, der Coolant. Ach, der wird ja jetzt. Doch, der geht denn da drüber in das Rohr. Ne, da geht er noch nicht rein. Da fehlt noch eine Querverbindung. So. Dann fängt der Cooling Tower an. Hat hier Coolant. Der Stufe 2. Der Stufe 1. So. Er wird hier doch schon mal Hans Dampf in allen Gassen produziert. Okay, das passiert halt. Und ihr produziert jetzt hier wieder Kugeln zurück. Und das drückt er dann hier wieder hin. Und im System ist immer so ein bisschen Schwankungen, klar, logisch. Aber das ist noch im Rahmen des Möglichen. Und dann haben wir hier ein bisschen Dampf zur Verfügung. Für die Nacht für zwei Kraftwerke. Na, die können sich denn den Dampf holen hier, wie sie ihn brauchen. Klar, von der Temperatur ist er nicht unbedingt optimal, aber die werden das schon verbrauchen dann. Gut. Und jetzt könnte man theoretisch das Ganze noch erweitern, dass wir dann sagen, wir ziehen das noch wieder nach unten, damit davon hier wieder 8 stehen. Aber 4 müssten ja reichen eigentlich für das, was wir herstellen können. Gut, da sind wir schon wieder bei 35 Minuten. Naja, gut, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Alles klar, das war eine Folge Factorio hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder. So sieht es jetzt erstmal aus. Ich hoffe, dass ich jetzt das Wasser und alles so durchkriege, wie ich das gerne durchlegen möchte. Das müsste aber eigentlich funktionieren, weil ich ja jetzt hier das Wasser durchlegen kann einfach. Das kann ich ja einfach durchlegen, weiterlegen in die nächsten Fabriken rein. Und das hier oben wird dann auch für sich erstmal abgeschlossen, dass das dann hier drinnen läuft und dann ist gut. Und dann kann hier unten eigentlich ordentlich produziert werden, ne? Ja, hier wird auch ordentlich produziert. Also der Strang wird gerade noch abgenommen. Ja, gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.